Und Manon, wichtig ist, dass du erst zu innen blickst, wenn das wird so ein Feuerball sein, der hochsteigt. Und erst wenn der Feuerball weg ist, schaut ihr euch an. Okay? Ja. Ja. Alles klar. Sonst schreie ich rein anschauen, falls es zu spät ist, falls der Feuerball schon aus dem Bild ist, dann schreie ich anschauen rein. Okay? Bitte auf Anfang des Bussen das Licht. So. Speed. Bitte! Komm schnell! Danke! Gut, danke, wir haben das hier! Wir fertig! Bin 85 am Hügel! Mit dem Charlie, mit dem Sunzo, mit dem Carlo! Da ist. Bitte gleich, Kostümwechsel. Ja, Maske, Garderobe, Darsteller warten hier. Ihr werdet jetzt mit dem Auto abgeholt. Ich glaube, der Dominik hat da etwas sehr Interessantes in einem Interview gesagt. Er meinte, dass er im Vorfeld recherchiert hat, was denn die Probleme der Jugendlichen heutzutage sind. Ja? Also inwiefern. Und er ist darauf gekommen, dass sich im Grunde nicht viel geändert hat. Also die Grundproblematik, Setting ist ein anderes, wenn man so will, aber die Grundproblematiken, mit denen Jugendliche konfrontiert sind, sind dieselben, die jeder in seiner Jugend erlebt hat. Und ich glaube, da herrscht auch das größte Identifikationspotenzial, wenn man so will, mit der Geschichte.